3, 2, 1, herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge der Formel 1 2019 Koop-Karriere. Im heutigen Part steht der große Preis von Österreich an. Und jetzt natürlich wie immer viel Spaß mit dem Video. Erik Wern ist einfach Formel E-Champion. Und ich hab's gar nicht mitbekommen, dass die... Ich hab's geguckt. Ich hab das halt nie geschaut. Ich hab die Saison sogar relativ. Ich hab bloß ganz selten die Highlights geschaut, wenn die mir vorgeschlagen wurden, aber ansonsten nicht. Der hat, Lotterer ist das sein Teamkollege, der hat dem, der hat ein paar Runden vom Ende an die Box gefunkt. Ja, sagt mal, ihm er soll einen Safety Car verursachen. Jo, Setup hier. Welches Setup bist du? Österreich. Ich hab nicht Setups ausgesehen. Eine schöne Strecke. Ich glaub, du holst dir die Pole. Ja, safe. Ich hatte jetzt irgendwie drei hintereinander. Hier der Pole-König. Würde es extra Punkte geben dafür. Ich glaube, in der Formel 2 gibt es sogar Punkte für die Pole. Bin ich mir aber nicht sicher. Oh, nochmal Purple. Das wird's. Digga, da muss ich eigentlich jetzt wieder gewinnen. Wenn ich eine gute Chance gegen Verstappen haben will. Oh, absolut den Curb hier. Aber egal, ich komme auf Startziel und wieder die Pole-Position. Oh. Dritte in Folge. Oder vierte. Warte, Monaco. Ja doch, die vierte. Krass. Monaco, Kanada, Frankreich und jetzt einfach Österreich auch. Ich habe meinen Kanada-Startplatz. Oh. Ah, Max. Ehrenmann. Boah, Alter, Verstappen ist so schnell. 0,3 Sekunden. Das war sehr, sehr knapp. Ricardo 10. Okay. Geht besser, aber auch schlechter. Ey, aber warum muss Verstappen so krass sein? Jetzt wieder Zweiter. Ich muss einfach mal ganz viele Punkte gut machen. Der muss einfach mal ausscheiden oder so in dem Rennen. Obwohl ich davor die zwei gewonnen habe. Monaco und Kanada mit der schnellsten Runde jeweils. Davor war halt absolut schlecht. Ne, Barcelona hatte ich auch die Pole, egal. Jetzt hier die 5 Runden. Lichter gehen aus. Verstappen mit dem Blitzstart, aber ich auch nicht so schlecht. Ist schon neben mir, jetzt an mir vorbei. Aber ich habe hier die Außenseite, sehr gut, wieder vorbei. Bleib auf dem ersten Platz. Oh, jetzt sehe ich hier gut weg. Vettel versucht es schon, gegen Verstappen. Oh, Alter, wie komme ich da jetzt weg? Absolut krass, eine Sekunde locker vor denen schon. Was ein guter Start für mich. Oh, du bist auch schon weiter vorne. Drei Plätze jetzt. Guck mal auf die Minimap. Lol. Einfach so 50.000 Meter weg. Okay, das ist ein guter Beginn. Weiter so. Ah, bekomme ich Leclerc? Ja. 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 Einfach wie Max ausdrücken. Ich glaube, Emmett ist auf Leclerc gefahren. Das habe ich auch voll oft gemacht in der Karriere. So, nochmal kurz checken die Minimap, wie weit ich jetzt vorne bin. Die Vettel 2011er Zeiten hier wieder sind zurück. Und 2013. Da war der auch übel krass. 2012 immer gegen Alonso. Alter. Oh, das waren auch geile Zeiten. Oh, jetzt nach der Stellenrunde ERS sparen. Zu dritten nebeneinander. Jetzt. Alter, will ich gerne sehen. Gibt leider keine Wiederholung. Oh, du bist jetzt Dritter. Alter, Red Bull einfach. Ah, okay, jetzt hast du den wieder verloren. Aber Red Bull trotzdem krass. Vorhin den Doppelsieg geholt. Jetzt bist du wieder gut unterwegs. Verstappen Zweiter. Fährst du immer im ersten Gang dann, hier bei der Kurve. Nee. Hier immer in den ersten. Jetzt. Warte, hast du da nicht eine manuelle Schaltung? Nein. What the fuck? Du hast ja gar nichts. Ja. Ich fahre hier einfach mit mittlerer Traktion, ohne Boxenhilfe, mit manueller Schaltung. Mit automatischem ERS fährst du auch noch. Ja, ne. Ich bin hier fast auf echten Formel-1-Fahrerniveau. Aber müsste ich dann ohne ABS fahren. Habe ich aber keinen Bock drauf. Könnte ich ja nicht machen.
nicht zu krass bin irgendwann hier in der Saison. Digga, aber Kanada war auch noch knapp. Am Ende fast so in die Wand. Ich war sogar in der Wand kurz, aber keinen Schaden genommen. Aber Monaco war einfach fehlerfrei. Leben am Limit. Der 9. Startplatz gefällt mir. Kanada, 5. am Ende jetzt. Der 1. Startplatz gefällt mir in 50% der Fällen. Entweder gewinne ich das Rennen nach der Pole oder ich bin einfach komplett Letzter oder so. Ich fahre die Kurve hier voll smooth, die nächste. Die auch jetzt bei dir ist. Aber die hier verkacke ich dann immer. Die fahre ich immer zu weit außen an. Die hier auch. Das sind die zwei Kurven, die mir nicht liegen hier in Österreich. Oh, Curb. Alter, Unterboden werden echt jetzt komplett zerstört. Diesmal mache ich keinen Undercut. Beziehungsweise einen vorgezogenen Stop. Weil dann lande ich wieder mitten im Verkehr. So wie in Kanada. Ja. Krass. Aber früher hatte ich das irgendwie öfter gemacht. In Formel 1 2016. In Spanien einmal 82% auf den Harten. Hier in dem Formel 1. 21 Runden gefahren auf den, ja. Oha. Bei mir das höchste wahrscheinlich so 60, 70, glaube ich. Auch in Spanien könnte es sein. Aber Formel 1 2016 war es viel krasser, wegen den neuen Regeln. Ich bleibe absolut draußen, so wie jeder. Ah doch, du fährst rein. Ich höre mir dann schön die Berichte an, ob du im Verkehr steckst oder nicht. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Auch diesmal nicht vom McLaren auf. Und? Wie kommst du so raus? Okay, sehr interessant. Gute Infos von Red Bull erhalten. Vom ehemaligen Kunden mit dem Motor. Boah, stimmt, jetzt hier schön runterbremsen. Musst du immer selbst bremsen oder machst du das automatisch, also der Computer bei dir? Ja, ich bremse selbst nicht. Nein! Also nee, in der Box. Oh! Dreckspiel, Alter. Oh, fuck, Alter. 5 Sekunden Strafe. Der Giovinazzi wollten die Box und ich war halt auf der Linie. Ich hab einfach beim Bremsen verkackt. Ich komme auf Platz 2 raus. Boah, meilenweit vor Verstappen. Ich glaube, die 5 Sekunden Strafe hat sich doch gelohnt, die in Kauf zu nehmen. Spaß. Ich komme einfach auf Platz 2 raus hinter Albon, der ist hier Erster. Ich muss jetzt einfach pushen, Digga. Push. 5 Sekunden rausholen. Ich bin aber eh noch 3 vor dem oder 4. Von daher sollte es hoffentlich passen. Der ist sowieso jetzt ein bisschen im Verkehr hinter dem Racing Point. Hinter Ocon, Spaß. Seinem Kumpel. Oh, außen gegen Albon. Geht hier leider nicht. Ey, bitte weg. Die leisten Schützenhilfe für Verstappen oder was? Oh, boah, Digga. Das ist so gefährlich. Die Boxeneinfahrt, wenn jemand reinfährt. Alter. Ich war auch gerade bei Giovinazzi. Ja, das ist so dumm. Und dann wollte er reinfahren. Das ist einfach so dumm. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, im Let's Play dann einen Crash. 3,8 vor Verstappen. Ne, 5,1. Jawohl. Ich darf einfach nicht langsamer werden. Dann gewinne ich das Rennen hier trotzdem. Trotz der Strafe. Mal gucken, wie die Pace so ist auf den Reifen. Sollte eigentlich ganz gut sein. 5,3, ja. Bisschen abgesetzt. Also alles im grünen Bereich bisher. 5,4. Ja. Eigentlich genau gleich schnell. Und du bist schon ein paar Sekunden hinter Verstappen. Ich habe mich absolut verbremst. Oh, 6 Sekunden vor Verstappen. Sieht gut aus. Ich baue den Vorsprung auf jeden Fall aus. Die Fans jubeln schon. Freuen sich hier. Und da fahre ich fast die schnellste Runde. 2 Zehntel haben nur gefehlt. Krass. Also ich bin hier echt sehr gut unterwegs. Virtuell gesehen. 1,5 Sekunden Vorsprung, glaube ich, auf Verstappen. Ich warte mal auf die Sektorzeit noch. Ah, da kommt der gleich. Ende des zweiten Sektors wieder schnell unterwegs hier. Ja, 6,6, also sprich 1,6 Sekunden vor ihm.
Oh, scheiße. Bisschen früher geschalten. Komm, schnellste Runde. Oh, was? 91.000 fehlen mir für die schnellste Runde. Krass. Die Reifen sind ja echt mega schnell noch. Sind hier die Mediums? Meine Waren wir bei 14%. Ja, bei mir 14. Ich bin voll der Reifenschoner. Du warst eine Runde nach mir und ich habe trotzdem wenig. Ich fahre halt hier am Limit. Ich muss halt die Zeit rausholen. Es stehen schon wieder einige Zeichen auf den nächsten Sieg für mich. Der dritte dann im vierten Rennen wäre das. Das wäre auf jeden Fall eine ordentliche Leistung. Ja, 7,1 vor Verstappen, beziehungsweise 2,1. Oh, gelbe Flaggen. Nein, wenn jetzt der Safety Car rauskommt, dann bin ich absolut am Arsch. Aber es steht hier gut, der Racing Point. Stroll. Jawohl, okay, kein Safety Car, sehr, sehr gut. Das wäre jetzt absolut belastend gewesen, weil, dann wäre ich, wahrscheinlich unter dem Safety Car wären wir ins Ziel gefahren und die 5 Sekunden, da wäre ich wahrscheinlich nur so 7., 8. geworden. Alter, das wäre so kacke gewesen. Das wäre so gut. Ist ja so eine Verarsche. Das ganze Rennen erster und dann sowas, aber zum Glück nicht. Du bist Giovinazzi. Es kann ja noch passieren. So, jetzt hau ich mal noch mal einen raus hier. In der vorletzten Runde. Hast du nicht schon die schnellste? Ja, aber egal. Noch einmal geht's noch. Komm, noch eine schnelle Runde, bitte. Am Ende fahr ich so in die Wand. Acht Sekunden vor Verstappen, sehr gut. So, da kommt die hoffentlich wieder schnellste Runde. Zweiter Sektor ist pink. Und jawohl, Alter. Haben wir es knapp 2 Zehntel verbessert. Jetzt hier in der letzten Runde. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus für den Sieg. Jetzt hier 4 Sekunden vor Verstappen nach der Strafe. Aber trotzdem hole ich leider nicht so viele Punkte gegen Verstappen auf. Insgesamt nur 8. Eben 7 wegen der Rennplatzierung und dann noch einen mehr wegen der schnellsten Runde. Verstappen leider sehr, sehr schnell hier auf Platz 2 wieder mal. Hier ist die Schwarz-Weiß-Karete-Flagge. Ich komme auf Platz 1 ins Ziel. Sehr schön auf jeden Fall. Starkes Ergebnis. Echt ein super Rennen, quasi fehlerfrei, bis auf eben die Strafe mit den 5 Sekunden. Ansonsten sehr gut gefahren. Alter, geil. Dritter Sieg im vierten Rennen. Läuft auf jeden Fall. Schönes Podium. Da wieder auf dem Podium. Zum ersten Mal zusammen mit dem Pascal. Ich auf der 1, er auf der 3. Und der Max Verstappen, sein Teamkollege und mein WM-Rivale auf dem 2. Platz hier. Das Heimrennen von Red Bull. Die Party der Bullen ein bisschen zerstört, weil ansonsten wäre es wieder ein Doppelsieg gewesen. Wäre bloß ich da nicht am Start gewesen. Aber da stehe ich. Verdienterweise auch. Auf jeden Fall. Nach der Pole. Geiles Rennen. Die Bullen aus dem Stall geholt. Aber was? 4,2 Sekunden, wie gesagt. Vor Verstappen. Dann Pascal Dritter. Bottas, Vettel, Hamilton. McLaren diesmal beide nicht so stark, aber trotzdem noch beide immerhin in den Punkten. Alexander Albon 9. Ricciardo 10. Immerhin einen Punkt geholt. Okay, Leclerc auf Platz 11. Was hat der denn gemacht? Absolut merkwürdig. Ausgeschieden eben Lance Stroll. Zum Glück hat er keinen Safety Car verursacht, sonst wäre ich eben nicht mehr auf dem ersten Platz gelandet, sondern irgendwie da weiter hinten auf 7, 8. Strafen, okay. Genau, von mir. Von 9 auf 3. Gute Leistung. Albon auch nicht schlecht, von 14 auf 9. Aber auf jeden Fall du. Alter, schau dir mal meine Pace an. 1, 8, 8. Fast eine Sekunde schneller als Verstappen.
Jawohl, jo. Einfach 9 Zehntel schneller als der Rest. Krass. Das war auf jeden Fall eine andere Liga. Oh, Fahrerwertung ist wieder auf Platz 4 vorgerutscht. Sehr gut. Nur noch 6 Punkte hinter Vettel und hinter Hamilton auch. Aber Verstappen da vorne. Alter, immer noch ein mega Vorsprung. Du bist auf Platz 8 mit 60 Punkten. Auch nicht schlecht. Aber auf Platz 4 die Renaults in der Konstrukteurswertung. Ja, würde Ricardo da ein bisschen mehr an einem Strang mitziehen, wären wir auf jeden Fall da vorne mit dabei. Und das war's dann an dieser Stelle mit der Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Wieder ein sehr erfolgreiches Rennen hier gehabt beim großen Preis von Österreich. Den nächsten Sieg geholt. Die WM ist auf jeden Fall noch komplett offen. Also haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.